Ich kann ihre So. Stimme nicht mehr hören. Ich habe schon Kopfschmerzen, Digga. Nein. Oh. Nein. Yo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links in der Beschreibung und ansonsten viel Spaß beim Video. Need Vielen to know, Dank wenn du den und Cringe Kuss, erträgst. Kuss. I don't know, Deutsche Bro. Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Junge, der braucht so krank Hilfe, Mann. Holy shit, der braucht einfach so heftig Hilfe. Bro. Ja, Maus. Den Streamer kenne ich. Ach so. Pad mit LED, Maus mit LED, LSD mit LED, Tastatur mit LED. Eigentlich ist Reaper, spielen wir Rust? alles hier mit LED. Einfach der Trimax im Club. Der Bruder ist hier richtig schön, Alter. Nackt, Alter. Blatan, hast du gerade gejisst? Was geht? Also, da ist Freunde noch. Blatan, ja, was geht, Digga? Oh. Blatan, was habt ihr gemacht? Sag mal. Sag mal. Das ist meine Tochter. Oh, Alter. Oh, Alter. Lass beenden. Ist mir einer sagen, ne? Ich würde Hose ausziehen. Das kam jetzt falsch. Digga, Lukas. Ja, safe, Lukas kommt ja bald Gib wieder. Dir Fressen, hier, bitteschön. Was machst du? Du willst mich beißen. Warum? Was hab. Lack, hör doch auf, was hab ich dir getan? Hör doch auf. Ich bin doch hier, ich geb dir Fressen. Was willst du von mir? Schwan, so Bastard, Alter. Lack, hör doch mal auf, ja, Amme. Ey, ich hab so wenig Muskeln, ich kann dieses Ding nicht mehr lecker halten. Ich muss gleich offline gehen, weil ich einfach Muskelkater hab. Das ist ganz, ganz traurig, Mann. Ich kenne das Problem. Du kennst es? Hatte ich auch mit 9. Mit 9? Ja, okay. Der war witzig. Ach Mann. Bist du noch ganz sauber oder was? Lass mich raus! Bist du noch ganz sauber? Bist du geisteskrank? Weißt du, wie das ist, ohne Handy auf Toilette zu sein? Das ist wirklich grausam. Ich habe angefangen, diese Scheiße mir hier durchzulesen. So, ja, extrem entzündbar. So, oh Gott, mein Bro, ich kenne das so gut. Holy shit, man. Wenn man ohne Handy auf Klo geht, man fängt wirklich an, die dümmsten Sachen zu machen. Warum ist Kacken, wieso ist Scheißen gehen so eine Aktivität, wo man immer was anderes bei machen muss? No joke, Kacken ist so das Einzige, wo immer Multitasking Grundgedanke reinkickt. Ich kann nicht anders, wenn ich scheißen gehe, muss ich dabei irgendwas anderes machen. Versteht ihr, was ich meine? Warum? Warum ist das so? Kacken ist einfach langweilig. Kacken ist einfach fucking langweilig, Mann. Pissen ist, guck mal, Pissen zum Beispiel, Pissen ist übertrieben nice. Pissen geht schnell, ist richtig cool, macht richtig viel Spaß, so. Wisst ihr, was ich meine? Pissen ist saugeil. Aber Kacken dauert immer so lange und Kacken ist einfach, man sitzt da, und das dauert so lange, Digga. Kacken ist so fucking langweilig. Checkt ihr, was ich meine, Chat? Überlegt, wie lange ihr kackt. Keine Ahnung. Ich so, wie jeder normale Mensch, 10 bis 45 Minuten so. So. Und dann sitzt man da und kackt. Und Pissen ist so halbe Sekunde. Man pisst, fertig, Digga. Und das war's. Holy shit, Mann. Also, ja, dann kack schneller. Ja, aber es geht ja nicht. Ich brauche ja so lange beim Kacken. Und das ist ja das Langweilige. Wisst ihr, was ich meine? Man kann nicht schnell scheißen. Schnell scheißen ist ja auch nicht befriedigend. Kacken hat nur Nachteile. Das braucht Zeit. Das ist manchmal nur richtig geil, wenn es wirklich kurz vor knapp ist. Und es ist doch immer nasty. Pissen kann man überall, aber kacken geht man doch meistens am liebsten zu Hause. Kacken stinkt auch. Kacken macht die Toilette dreckig. Kacken verbraucht Klopapier. Wisst ihr, was ich meine? Keiner von euch geht woanders scheißen. Wir gehen alle am liebsten zu Hause. Wir gehen alle zu Hause scheißen. Kacken ist einfach dumm. Hört auf zu kacken. No joke, meine Meinung. Größter Luxus ist, mein Leben zu leben, wie meine Eier mir sagen. Ich will meine Eier sagen. So, ich mach so. Größerer Luxus gibt's gar nicht. So. Größerer Luxus gibt's gar nicht. Schönste Leben. Beste Leben.
Um Gottes Willen. Ach nein. Um Gottes Willen. Ach nein. Du Heilige. Oh je, 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 je. Das war einfach in Köln, Digga. So cool, Mann. So unglaublich nice. Alle denken, er hat Ringe gebracht. Dabei war das nur Viagra für Hochzeitnacht. Kann man machen. Wie sieht's aus, wenn es zum Charakter kommt? Was machst du da so? Na, sollte einen guten Charakter haben. Mhm. Nicht arrogant sein. Ja, und auch sich nicht so cool fühlen. Und vom Außen her locken. Und ich feiere keine Jeans bei Jungs. Bruder, aber dieses andere dicke F für den gefallenen Bruder, das hat er gut geschnitten auch. Haben, nicht arrogant sein, ja, und auch sich nicht so cool fühlen. Und vom Außen her locken und... Ich feiere keine Jeans bei Jungs. Er ist richtig... Okay, Marcel, ist jetzt gut. Ist krass, worüber Boomer lachen. Digga, er zaubert einfach. Yo, Bro, mach noch mehr Wodka rein. Ich hätte gern einen Wodka mit K.O.-Tropfen. Der Bro macht ihn dir. Ja, bitte noch mehr Wodka. Stell dir vor, du willst einfach nur schnell besoffen sein. Der Typ braucht halbe Stunde für dein Getränk. What the fuck? Ich kann gar nicht pennen, ich bestell mir jetzt eine Waschmaschine. Ja, Beste. Das sind auch mal die Dinge, die ich mache. Also wenn ich nicht schlafen kann, ey Digga, dann nutzt man die Gunst der Gelegenheit einfach und bestellt sich eine Waschmaschine. Ich fühle das schon, auf jeden Fall. Fazit zur Gucci-Kerze, wie ist sie vom Geruch, Bruder? Die. Also, ich zeige euch die mal. Na, Bro, er hat sich nicht eine Gucci-Kerze gekauft. Ich habe noch nie eine heftigere Duftkerze gerochen, also gehabt, als sie. Ich war mal bei einem Mädchen zu Hause, die hatte überall Duftkerzen, die hat die angezündet. Ich habe allergische Reaktionen bekommen und musste fast ins Krankenhaus. So ein Ding war das. Ich hasse Duftkerzen. Ich kann doch Toilette gehen, du? Ich glaube, da muss ich mal ganz rennen. Ach du Scheiße. Scheiße hier wieder, was ist das denn? Alter Junge. Ich will, dass wenn ich mein Auto anmache, ich drücke auf den AMG-Startknopf und dann das. Power! Digga, nice. Hast du Geld verloren? Nee, wieso? Da liegen 5 Euro unter dem Sitz. Da, genau, oder im Sitz. Wo? Da oder im Sitz. Ja. Das war sau funny, Mann. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Ey. Wiederschauen und reingehauen.